mit dem Herrn Moser noch zu einem befreundeten Bauern. Ein ganz interessanter Typ, sagt er. Grüß Gott. Gernstl. Grüß Gott. Grüß dich. Und das ist der wilde Bauer. Das ist der wilde Bauer. Der Rentscher vom Saldriver. Rentscher vom? Vom Saldriver. Aha. Mhm. Ja. Nachher bin ich ja weg. Ich bedanke mich. Na, wir bedanken uns. Wieder schauen, gell? Servus. Gell? Servus. Viel gut, gell? Danke, gell? Gut, gell? Sehr gut. Wieder schauen. Ja. Ich bin weg. Servus, viel Glück noch mit dem Dach. Macht sich uns wieder einmal. Der Dreis Haupt kehrt zu. Gell? Okay. Viertel. Ja. Servus. Ja, was machen Sie denn für Landwirtschaft? Viehwirtschaft. Braunvieh. Okay. Mhm. Wie viele haben Sie? 13. Ja? Mhm. Langt das? Das langt nicht. Ja, und wie verdienen Sie Ihr Geld? Das Geld, ich brauche das Geld nicht, die anderen wollen immer das Geld von mir. So ist es. Ach so. Ich brauche nicht viel. Sie sind kein so Luxusmensch. Nein, was soll ich denn mit dem Luxus? Bei mir alles gehört, die ganze Welt gehört mir. Aha. Ich brauche sie nur nehmen und genießen. Ja. Nicht? Genau so ist es. So ist es. Manche sagen, wer einen Besitz hat, dem gehört der Besitz. Und wer keinen Besitz hat, dem gehört die ganze Welt. So ist's. Mhm. Und da habe ich, siehst du, das ist interessant. Schau, wie sie rauskommt. Jedes Leben kommt aus einer Höhle. Jedes Leben. Wie sie auswirkt da. Und die Frau ist die Wurzel zum Leben. Leben Sie eigentlich alleine da, oder was? Was? Leben Sie alleine da? Na, schon 3 Kinder. Und meine Mutter lebt noch und die Schwester ist da. Die Mutter ist schon bald 90. Aha. Ich bin jetzt schon 15 Jahre Witwer. Aha. Ich bin Vater, Mutter, Rentscher. Ein Haufen Zeug zu tun. Ja, also, so bin ich beschäftigt. Da bist du nie allein. Ja. Und wenn ich ausgehe, oben, sehe ich nicht im Gasthaus, waschle ein Glas trinken und so. Haben gehen, wenn schon, dann gehen in der Disco auf den Abend. In die Disco? Ja, gehen. Aber was? Ja, tanze die ganze Nacht durch und morgens gehen 5 Uhr im Stall. Ja? Zu unserer Genossenschaft und zu der Milch abgeben. Aha. Schau, was lustig ist, die Hennen. Aha. Ja, haben Sie dann Ihr Leben dann so völlig umgekrempelt, als die Frau gestorben ist? Ja, ich hab's, da habe ich mich erst umkrempeln. Dann ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Und ich hab das Glück gehabt, eine neue Welt aufzubauen. Aha. Wenn ich es nicht hätte, kann man zugrund gehen. Weißt, kannst du in ein Gasthaus gehen und in Alkohol und verfalsch. Ja. Ja, wir waren noch jung, wir waren erst einmal 10 Jahre verheiratet. Wir waren noch eine junge Liebe mit 10 Jahren. Mhm. Und das, sie war 10 Jahre jünger als ich. Mhm. Der Franzose sagt, c'est la vie. Gell? Ja. Dann gehen wir zu den Pferden noch. Und das ist ein Mythos. Ein Drittel Mensch, ein Drittel Geist und ein Drittel Tier. Die alte Kau war stief. Das ist Ihre gewesen, oder? Das sind meine, ja. Ja? Das meine. Mhm. Haben Sie ein Faible für die Cowboys, oder? Ich gehe Almlei als Rentscher. Ja? Ich gehe nie, wenn ich ausgehe. Ich gehe einen Sonntag in Alm mit Cowboys-Stiefeln. Nicht als Finchka-Bauer? Nein, nie. Ich gehe von jedem Amt, ich gehe in der Kirche. Ich gehe allem als Rentscher. Sauber? Aha. Ja, das schaut ja ganz anders aus. Ich habe ja gesagt, wir haben es halt zuerst schon. Das ist sehr schön. Mhm. Also kannst du zu den feinsten Frauen hingehen. Sie werden dir keinen Korb geben. Aha. Weißt du, die Frauen bilden ein bisschen. Also einen lauwarschenden Mann haben sie daheim. Lauwarschenden? Ja, lauwarschenden. Dann wollen sie mal was anderes sehen. Mal was anderes probieren. Könnte sein. Ja, das ist. Was schauen, was da wirklich dahinter ist, wenn sie schauen. Ja, so ist es. Man muss nur, was soll man sagen?
Weißt du, ich bin durch die Hölle gegangen. Wenn die Frau so jung gestorben ist, ja. Ich bin durch die Hölle gegangen. Und nur so steil rauf, aber ich habe mich nie gleich runtergekriegt. Bis ich nachher meinen Augen am Weg gefunden. Bis ich nachher meinen Augen am Weg gefunden. Und jetzt habe ich ihn gefunden und den gehe ich jetzt. So. Ja, und was ist die Rolle im Leben jetzt? Rentscher und so leben, wie man ist. Weißt du, nicht Künstler, nicht so. So ist es, so bleibt man. Aha. Und die Pferde. Die Pferde ist mein Leben. Aha. Wenn ich in die Stiefel bin, habe ich eine Selbstsicherheit. Ja? Wenn ich Stiefel bin, bin ich sicher. Aha. In Halbschuhe gehe ich nie im Leben. Aber was ist das? So, was mit den Halbschuhen? Gehe ich nie mehr im Leben. Ist das nichts, ne? Nein, wenn ich Stiefel und Hand habe, siehst du, es kommen so fein sein. Die Rosse haben mir im Leben viel gegeben, weißt, wenn man allein ist. Das Pferde und Liebe, das ist das Gleiche. Die Frau musst du heben wie die Pferde, wie wilde Pferde. Locker am Zügel. Aha. Heute auch meine Federn. Wenn sie spürt, die Frau, dass du, wenn du ziehst, wenn du dem Pferd an die Zügel ziehst, dann wird es nervös. Weißt? Und dann kann es sein, dass du nicht mehr hebst. Und wenn das du locker hebst, die Frau, dann wird sie locker neben dir bleiben und wird dann zu dir zurückkommen. Weißt? Das merkt sich man. Ja? Aber die haben immer Probleme mit den Frauen. Nein, hab's es zu streng. Lass sie rennen, ganz frei. Und wenn sie mal nervös wird, dann mal rennen. Wenn sie einmal wegrennt, einmal am Tag. Ja. Oder einmal eine Woche, lass sie rennen. Wenn sie es da schön gehabt, dann kommt sie wieder da zurück. Und sonst kommt sie nicht mehr zurück. Ja. Wenn es du eng hebst. Merken. Besser. Besser. Weisheit.